Für deinen Origami-Fuchs brauchst du ein quadratisches Blatt Papier. Zuerst knickst du die beiden Diagonalen. Hast du deine beiden Faltlinien, nimmst du dein Blatt Papier und wendest es. Auf der Rückseite deines Blattes knickst du nun die horizontale Faltlinie und die senkrechte Faltlinie. Hat dein Blatt Papier vier Faltlinien, dann legst du es zusammen. Dazu richtest du dein Blatt Papier so aus, dass eine Blattspitze zu dir zeigt. Nun suchst du dir in deinem Blatt Papier das kleine untere Quadrat, welches die Faltlinien abteilen. Das Quadrat hältst du mit einer Hand fest. Mit der zweiten Hand schiebst du die Seiten nach innen. Mit der zweiten nimmst du dann das obere Blatt Papier und legst das Ganze zusammen. Dein Blatt Papier sollte nun in der Mitte so aussehen. Nun suchst du die erste Lage deines Blatt Papiers, diese Spitze. Du nimmst die untere Blattspitze und legst sie auf die obere. Liegen beide Spitzen aufeinander, hältst du das Ganze mit einer Hand fest. Mit der zweiten knickst du dann dein Blatt Papier. Bist du damit fertig, geht es nun oben an der Blattspitze weiter. Du knickst nun den Schwanz des Fuchses. Du hebst dein Blatt Papier an und schlägst die kleine Spitze nach innen, circa 1 bis 2 cm. Dann knickst du dein Blatt Papier. Bist du damit fertig, sollte dein Blatt Papier nun so aussehen. Nimm nun dein Blatt Papier und wende es. Auf der Rückseite deines Blatt Papiers suchst du dir nun die Faltlinie. Diese verläuft einmal senkrecht durch das Blatt. Entlang dieser Linie schlägst du nun dein Blatt Papier zusammen. Fertig, dann sieht das Ganze so aus. Nun drehst du dein Blatt Papier einmal, dann zeigt die lange Seite zu dir und noch einmal, dann sollte das Blatt Papier so zu dir zeigen. Nun geht es weiter hinten am Schwanz des Fuchses. Du nimmst die kleine Spitze, das Blatt Papier und ziehst das Ganze vorsichtig zur Seite. Ganz leicht daran ziehen, bis das Ganze schräg ist, dann knickst du das Ganze mit den Fingern nach. So sollte es in etwa dann aussehen. Weiter geht es nun mit dem Kopf des Fuchses. Dafür musst du nun die einzelnen Blätter deines Papiers zählen. Eine Lage, die zweite und die dritte. Diese drei Lagen deines Blatt Papiers schlägst du zur Seite um. Das Ganze in etwa so weit, dass die Papierkante hier am Schwanz des Fuchses anstößt. Unten aufpassen, damit das Ganze schön bündig ist. Dann hältst du dein Blatt Papier fest und knickst das Ganze nun vorsichtig in der Mitte bis zur Spitze nach oben. Fertig? Dann sollte es so aussehen. Nun geht es weiter mit dem Kopf. Dafür brauchst du hier die kleine Spitze. Du nimmst die Spitze und schlägst diese nach innen ein, hältst das Ganze fest und knickst dann den Kopf deines Fuchses. Dieser sieht dann so aus.
Nun bekommt dein kleiner Fuchs noch eine Nase. Dafür brauchst du nun die kleine Spitze in der Mitte. Du nimmst die Spitze und schlägst dein Blatt Papier circa einen halben Zentimeter nach oben. Dann nimmst du wieder die kleine Spitze und schlägst diese bis zur unteren Papierkante wieder zurück. So bekommt dein kleiner Fuchs eine Nase. Meinem kleinen Origami-Fuchs habe ich noch ein paar Augen aufgeklebt. Und weißt du, was das Coolste ist? Der kleine Fuchs kann auch von alleine stehen.